Hallo und herzlich willkommen zu Blue Eyes Slayer Dragon. Mal am Start mit dem Quiz. Entscheide dich, du hast die Wahl. So, ich habe mir die fünf Fragen ausgedacht und ich hoffe, die werden euch ordentlich den Atem rauben. Wir wollen nicht lange schnacksen. Es geht los. Entscheide dich, du hast die Wahl. Kann beginnen. Frage Nummer 1. Du bist mit einer Forschergruppe an einem Strand. Einen ganz bestimmten Strand. So. Ihr sucht nach Muscheln oder Wertgegenstände, also so wie Münzen, die irgendwo vom Wasser angespült worden sind. Auf einmal findest du eine Flasche, in der ein Zettel drin ist. Du holst ihn raus und schaust ihn an und siehst, es ist eine Schatzkarte. Du liest dir das alles durch. Aber kann die Schatzkarte denn echt sein? Aber es kann auch schlimm sein, dass du damit irgendetwas versuchst zu verheimlichen, die anderen dich denn versuchen, dass du den Schatz alleine haben willst, aber andere sehen, dass du irgendwas in der Hand hältst, das viel interessanter ist. Würdest du ihn teilen oder willst du lieber alles für dich? Oder du bist in einem Hotel, eingecheckt hast du, deine Koffer werden hochgebracht in dein Zimmer. So, dann du bestellst dir zum Abendbrot, sagen wir mal, eine Pizza und ein Bierchen. Das ist nur gerade ein Beispiel. So, du bezahlst den Pizzalieferant, isst die Pizza dann in dein Zimmer und gegen 2 Uhr nachts hörst du seltsame Geräusche. Du gehst, stehst auf von deiner Couch oder Bett und gehst auf den Flur und schaust nach draußen, nach links und rechts. Auf einmal ist da nichts. Gehst wieder rein. Hörst wieder den Krach. Dann gehst du wieder raus. Schaust nach links. Und dann nach rechts. Und auf einmal steht rechts im Gang etwas Dunkles, das du kaum erkennen kannst, aber mit dem Finger auf dich zeigt. Würdest du lieber ins Zimmer zurückgehen oder fragen, was bist du? Entscheide dich. Du hast die Wahl. Weg A oder Weg B? Zweite Frage. Du willst gerade an einem Rennturnier teilnehmen und startest von Platz 8. Alle anderen haben bessere Plätze. Aber was du nicht weißt, dass irgendetwas oder irgendjemand an deinem Fahrzeug herumgeschraubt hat. Du berichtest das deiner Crew, aber die wollen dir nichts glauben. Du prüfst nochmal selber alles, dann fährst du los. Der Start hat begonnen. Und du kommst als erstes ins Ziel. Aber warum wollte deine Kuh dir das nicht glauben, dass an deinem Wagen herum geschraubt worden ist? Warum? Oder kann es sein, dass die absichtlich irgendwas gemacht haben? Oder du guckst dir gerade im Kino einen Film an, die Mumie oder Freitag den 13., irgendein Film, der richtig gruselig ist. Nach dem Na Nause gehen, es ist stockdunkel, Laternen, eine Laterne flackert so ganz leicht und du gehst ganz ruhig den Weg entlang. Du hörst den Wind rauschen, manche Bäume knacken. Du hörst leicht etwas grunzen oder knarren. Du gehst etwas schneller.
der Schritte. Und du denkst, hinter dir ist jemand. Du drehst dich langsam um. Aber da ist nichts. Doch, auf einmal vorne steht es vor dir und sieht dich mit großen Augen an. Was würdest du tun? Versuchen, den Weg zurückzugehen? Oder dich gegen das Ding zu wehren? Entscheidet euch. Du hast die Wahl. Weg A oder Weg B? Dritte Frage. Du hast gerade bei einer Superlotterie den Jackpot gewonnen. Hast eine Viertelmillion oder eine 10 Milliarden gewonnen und du bist sehr glücklich. Endlich kannst du deine Rechnungen, Steuern und sonst irgendeinen Scheiß bezahlen. Aber einige Tage später kommt ein Brief, in dem steht: Sie haben zwar gewonnen, aber Ihr Name stand gar nicht auf der Liste drauf. Wie kann es denn sein, dass dein Gewinn eigentlich dir gehört, aber dein Name nicht auf der Liste stand? Kann es wahr sein oder nicht? Entscheide dich. Du hast die Wahl. Oder du kommst gerade von Einkaufen zurück und du, vor deiner Haustür steht ein selbstlernendes Päckchen. Du nimmst es in deinen, guckst dir es an, schüttelst, aber da ist eben was drin. Du denkst, guckst überall nach, ob da ein Absender ist, aber da steht keiner. Warum steht es denn vor deiner Haustür? Kann es einem von den Nachbarn gehören? Du fragst nach, aber keiner wusste davon. Du rufst bei irgendeinen Kurierdienst an. Die sagen dir es nicht. Sie wissen davon nichts. Du hast nichts bestellt. Woher kommt denn das Päckchen? Entscheide dich. Kann es von alleine hergekommen sein? Oder dir spielt einer einen Streich? Entscheide dich. Du hast die Wahl. A oder B. Auch von der anderen Sache. Denk nach. Vierte Frage. Deine Freundin muss ins Krankenhaus wegen einer Operation. Und es kostet Operation, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel so eine Operation kostet. Aber es kostet sehr viel. Du willst aber das Geld für was sparen. Was ist dir wichtiger? Für etwas zu sparen oder das Leben deiner Freundin? Entscheide dich, du hast die Wahl. Oder dein geliebtes Haustier wird durch einen Virus sterben. Tiere sterben wie immer. Aber dieser Virus lässt dein Tier nicht sterben, sondern er verändert sich. Dein Gesicht wird auf einmal ganz anders. Deine Zähne werden spitzer. Deine Augen werden blutrot und hier in blau. Was würdest du machen? Es erschießen? Oder versuchen, es loszuwerden? Entscheide dich. Du hast die Wahl. Letzte Frage, Nummer 5. Dich ruft von irgendwo ein guter Freund an. Er sagt, ich muss mal dringend mit dir sprechen. Ich habe ein Geheimnis, das kann ich leider anderen nicht zutrauen. Ich muss es mit dir besprechen. Du sagst, okay, erzähl es mir. Er erzählt dir, dass er vor ein paar Tagen einen Mann getroffen hat mit einer seltsamen Jacke, schwarze Kapuze und
mit einem schwarzen Ring am Finger. An dem hier. So. Und er sagt, er hat ihm ein Päckchen gegeben, das er nicht öffnen soll. Aber dieses Päckchen ist so geheim, dass er sogar nicht weiß, was da drin ist. Er erzählt es dir. Und du sagst, ja, wir können uns irgendwo treffen und das Päckchen mal angucken. Aber am nächsten Tag ist dein Freund plötzlich gestorben. Wie ist das passiert? War ihm jemand bei ihm? Oder wurde er verflucht? Entscheide dich. Du hast die Wahl. Oder du bekommst einen Strafzettel, weil du in einer engen Straßenkreuzung falsch geparkt hast. Den Strafzettel bezahlst du, aber am nächsten Tag bekommst du wieder einen. Und immer wieder. Und es ist dieselbe Ecke. Aber die Handschrift, verstehst du nicht? Wie kann es denn sein, dass du an derselben Stelle einen gleichen Strafzettel bekommst, obwohl du vor dem Schild stehst und nicht hinter dem? Kann es Zufall sein? Oder spielt dir einer einen Streich? Entscheide dich, du hast die Wahl. So, das waren die fünf Fragen. So, ich hoffe, ihr wisst, ihr könnt euch entscheiden in den fünf Fragen, zu welchem Weg ihr wählen wollt. Weg A oder B. Oder die andere Sache nach der ersten Abschnitt, den zweiten Abschnitt der Geschichte. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich werde unten in den Kommentaren dann lesen, ob ihr den Weg genommen habt oder den. So, euer Blue Eyes Little Dragon verabschiedet sich und es das heißt beim nächsten Video den Quiz entscheide dich, du hast die Wahl. Beim nächsten Video sind wieder 5 Fragen, 5 Möglichkeiten, immer nur 2 Wege, die du entscheiden musst. Entweder da oder da. Nun, bis bald, haut rein und ciao.